Howdy, Freunde. Und damit herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Dieter Donnerlunte, Schwertransport-Experte bei SnowRunner. Und damit, ich mag es gar nicht glauben, ich spiele den American Truck Simulator hier auf YouTube, nicht im Stream, nein. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, ich möchte aber mit euch ein neues Profil erstellen. Und deswegen gehe ich einmal auf Profil und mache ein neues Profil. Denn wir möchten komplett von vorne anfangen. Deswegen würde ich sagen, nennen wir uns natürlich Dieter Donnerlunte. So, wir sind natürlich männlich. Und welches Bild passt am besten zu Dieter? Wie dieses hier. Ein bevorzugtes LKW-Design, nehme ich mal den Volvo. Und ja, der Indianer passt, glaube ich, ganz gut. So, Firmennamen. Dieter Donnerlunte Schwertransport. Ach, geht gar nicht. Dann machen wir einfach Donnerlunte Schwertransport. Ach, geht auch nicht. Dann machen wir einfach DD Schwertransport GmbH geht nicht. Dann machen wir einfach DD Schwertransport. Dieter Donnerlunte Schwertransport. Fertig. So, California. Ja, SceneCloud unterstützen. Erstellen. Und dann fangen wir an. Ich nutze den Controller, eine einfache Automatik, und dann würde ich sagen, fertigstellen und schon geht's los. Ja, ich mag es gar nicht glauben, ich möchte euch auf diese Reise mitnehmen hier auf YouTube, und was wollte ich gesagt haben? Wir werden, ich weiß nicht, wie viele Folgen es werden, ich werde mal ein bisschen aufnehmen und dann gucken wir einfach mal so Firmenzentrale auswählen. Ich möchte starten in, wo starte ich denn? In New Mexico? Nee, in Ohio? Washington? Komm, wir nehmen hier. Oder? Ah, Salt Lake City. Komm, wir nehmen Salt Lake City. Dieter ist beheimatet. Tutorial brauchen wir nicht. Ich überspringe das jetzt mal. Ich kenne mich ja da schon so ein bisschen aus im Trucker-Gewerbe. Ich bin ja privat auch LKW-Fahrer. Und, ja. Ach so, seht ihr, jetzt habe ich total vergessen. Musik. Musik, Musik, Musik. Ganz wichtiges Thema, denn ich darf die Internetradios ja nicht anmachen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir ein bisschen Country. Warte. Country. Gibt's hier nicht Country. So. Country. Vorsicht, könnt laut werden. Oh yeah, Freunde. Oh yeah, Freunde. So. Willkommen im American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Deine eigene Speditionsfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Kalkstein für Avalanche Steel sicher zur Entladestelle nach Salt Lake City zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit der Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Aber natürlich. So, das ist unser Truck hier. Also, der lädt noch. Okay. So. Und dann geht's auch gleich schon los, meine Freunde. Hello, Freunde. So. Muss ja immer so sprechen. American Truck Simulator. Hello, hello, hello. So. Ich würde sagen, wir gucken immer, dass wir immer so eine Route pro Folge irgendwie schaffen oder wie auch immer. So, so kann ich mich umgucken. Das ist sehr schön. Jetzt frage ich mich, hat der die Tasten? Nein, nicht absatteln. Aufsatteln. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was umstellen. Das ist also unser Truck. Ich muss ein bisschen was in den Einstellungen ändern. Denn der kleine Freund hier stellt mir nämlich immer ein paar Sachen um, die ich vorher einstellen muss. Blinker passt alles. Wo haben wir es denn? Scheibenwischer hier auf Y. Ist sogar schon auf Y. Aber absatteln war auch auf. Warte mal, absatteln? Absatteln war tatsächlich auf Y. Kann gar nicht sein, oder? Doppelbesetzung. Und Tempomat. Genau, Tempomat auf X. Das stimmt, okay. Aber Y war auch absatteln? Guck gerade auf Y nochmal. Tatsächlich hier. Will ich nicht. Kann ich einfach löschen?
Zuweisung entfernen. Die hier, genau, so. Weil das brauchen wir nicht. Und Scheibenwischer war jetzt auf Y gewesen, ne? Genau. Ja, dann passt das doch. Dann müsste doch eigentlich alles so sein, wie ich es haben möchte. Und ich gucke mal wegen der Lautstärke gleich. Da ich weiß, dass das Spiel sehr laut ist, mache ich mal so. Ich lasse das erstmal so stehen. Dann gucken wir erstmal. Schmeißen erstmal die Düse an, ihr die Karre an. Ach so, und ich wollte ja ein paar Mods installiert haben. Genau. Bevor wir jetzt hier loslegen. Ich komme jetzt schon beim ersten Auftrag, komme ich schon zu spät. Ich sehe es schon kommen. Ich muss nochmal zum Profil gehen. Ja, ja, wird gespeichert. Denn, ich würde gerne einmal diesen Realistic Terrific nehmen. Das ist der hier. Den finde ich immer ganz cool. Und dann hätte ich gerne hier diese Alexa, das Navi. Und diese Hidden Barriers. Dass die X'e verschwinden, da wo man nicht hinfahren darf. Das finde ich mal ganz cool. Ich glaube, das Google Dings hatte ich auch. Das nehme ich mal. So. Dann bestätige ich das. Und gehe wieder rein. Und er sagt dazu. Ah, nee, ich dachte, er sagt jetzt hier, ne? Das muss ich auch nochmal eben schnell einstellen. Bisschen Einstellungen und tralala beim Truck, beim Simulator ist das immer so eine Sache. Und ich weiß auch nicht, wie intensiv jetzt hier die Folgen kommen werden. Da ich ja auch noch Chernobyl und Brief Edge am Laufen habe. Also rechnet mal mit unregelmäßigen Folgenabständen hierbei. Das werde ich wahrscheinlich so ein bisschen nebenbei immer so ein bisschen aufnehmen. Und wenn ich da mal gerade Zeit finde, so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Weil es soll halt einfach so ein bisschen so ein Quatsch-Let's Play werden. Also, ne? So. Ist denn das Navi eingestellt? Lass mal gucken. So, Gameplay. War das bei Gameplay? Guck gerade mal. Navi anzeigen. Lalala, Sprache. Guck gerade mal. Tempomat. Wo war denn das nochmal? War das bei Gameplay? Oder war das... Nee, bei Grafik war das, oder? Nee, bei Grafik war das nicht. Alles auf Ultra übrigens, auf Hoch, auf Maximum. Navi, Anzeige immer Nachtmodus, lalala, Kartenausrichtung, Norden fixiert. Hat er die Mods jetzt gar nicht übernommen? Doch eigentlich schon, oder? Bin gerade so ein bisschen am... Hä? Weil wo soll das sonst sein? Controllersteuerung ist Quatsch. Nee, das ist Käse. Guck mal eben. Navi ist blau. Müsste eigentlich sein. Ich, pass auf. Ich fahre jetzt einfach mal los. Kann mal eben den Truck zeigen. Na. Wie komme ich hier raus? Hallo? Ich spiele übrigens mit Controller. Da ist unser Truck. Wir müssen ein bisschen Kies liefern. Ich würde sagen... Boah, geil, hier einfach mal hier losdüsen von der Baustelle. Wo müssen wir denn raus? Wir müssen da raus, ne? Kann ich einfach lang fahren? Ich werde übrigens in der Ego-Perspektive fahren. Also in der Cockpit, wie immer, wie ein richtiger Trucker und so. So. Boah, Alter, ihr Wurm. So. Gucken wir mal, da ist die Ausfahrt. Moin, George! Mach's gut, Freddy! So. Mal gucken, ob das Navi mit mir spricht. Müssen wir mal schauen. Ich meine... Eigentlich sollte es schon mit mir quatschen. Ich kann übrigens das Spiel noch mal ein bisschen lauter, glaube ich, machen. Doch ein bisschen sehr leise. Gameplay. Ich gucke jetzt noch mal... Normalerweise, glaube ich, stellt man das hier ein. Ich meine, ja. LKW-Einstellung. So, Auflieger. Kamera. Regionale Einstellung. Sprache Deutsch. Galon.
Ich weiß jetzt nicht, ob der die Mods jetzt angenommen hatte. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ich bin mir tatsächlich jetzt überhaupt nicht sicher. Ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Ich gehe nochmal ins Profil. Sorry, wenn die erste Folge so ein bisschen rumpelig wirkt. Müsste aber drin haben. Google Navigator. Alexa, packe mal nach oben. Priorität nach oben. Die nach unten. Und dann Änderung bestätigen. Und dann Spiel fortsetzen. Müsste er normalerweise übernommen haben. Der Mischa. Guck mal, der Mischa mit dem Scania. Guck ihn dir an. Das ist übrigens, glaube ich, der Euro Truck Simulator. Ich bin eher ein Freund des American Truck Simulators. Ich meine, ich mag den Euro auch, aber... Na, wie gesagt, ich fahre ja privat auch ein bisschen LKW. Und ja, kann ja nicht verkehrt sein, hier so ein bisschen durch die Gegend zu düsen, ne? So. Vielleicht wird das auch die Pilotfolge. Und in der nächsten Folge geht es dann erstmal richtig los. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. So, habe ich denn jetzt hier... Oder muss ich das bei Audio? Warte mal. Fällt mir gerade mal ein. Kann ich das... Kann das sein, dass ich... Ah, hier. Navi, Sprachausgabe. Alexa, Vorschau. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Nein, ich hätte gerne... Google? Ja, scheiße, Japanisch. Hat er die gar nicht? Sie haben das Ziel erreicht. Die Helga. Route neu berechnen. Route neu berechnen, Karl. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Wenn möglich, wähle ich dich nicht aus. So, okay, jetzt müsste es, glaube ich, richtig sein. Dann können wir jetzt auch loslegen. Juhu, ich freue mich. Bitte kommen Sie zur markierten Route. Jawohl, so, das Tor müsste eigentlich offen gehen. Sag ich doch. Biegen Sie links ab. Danke, ciao, ciao. Biegen Sie links ab. So. Kommt keiner, also Attacke. Dann wollen wir mal. Und auf geht unsere Reise. Ach ja, ist das schön. So, was wollte ich denn... Was wollte ich denn gesagt haben? Ja, wir werden ein bisschen durch Amerika cruisen. Und Waren von A nach B transferieren und mal gucken, wie weit wir es so schaffen und so als einsamer Trucker. Slowly Wolf und so. Und ja, wie gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen im Zwiespalt, weil mir auch tatsächlich das YouTube-Aufnehmen wieder sehr, sehr viel Spaß macht und auch ja, das Streamen. Und ja, ich will das Streamen aber auch nicht vernachlässigen und ich habe halt auch nicht so die Zeit dafür, beides gleichzeitig zu organisieren, beides gleichzeitig zu machen. Deswegen muss ich gucken, dass ich da vielleicht, wie gesagt, dass ihr vielleicht damit rechnet, dass vielleicht mal ein Video mal nicht kommt oder so. Bitte habt da Nachsehen. Wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, dann nicht, dann ist okay. Dann ist auch schon okay. Dann, ja. Dann halt nicht. Ne? Also, ich kann halt nicht garantieren, dass es klappt, dass alles wunderbar funktioniert und so. Ja. Das nur so schon mal im Voraus, dass ihr da Bescheid wisst. So. Ich hoffe, die Aufnahme wird was, ansonsten wird das alles in meinen ewigen Archiven landen. Aber guck mal, der Weg ist ja nicht so weit bis zum ersten Stopp. Biegen Sie sich links und ja. Dann biegen Sie links ab. Ja, dann fahren wir doch mal rüber. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Hier ist ein bisschen Stau, ne, alle. Ja, und aber ich hoffe doch, euch geht's gut. Ihr seid gesund. Das ist doch die Hauptsache. Dann schauen wir mal, wie lange unsere erste... Boah, geil, wie das hier sich spiegelt sogar. Das ist ja cool. Wie gesagt, ich spiele auf das Maximum des Spiels. Das sind originale Texturen, keine Grafikmod oder so. Das alles vom Spiel. Das Game hat ja, glaube ich, sogar ein Grafik-Update gekommen. Jetzt vor kurzem. So. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier erstmal abbiegen. Ganz schön was los hier, wa? Alter, schwer euch hier los. Lass Kraftwagen fahren, oder was? So. Dann kriegen wir jetzt Grüne, dann dürfen wir auch. Wie gesagt, diese Terrific-Mod, die ich da installiert habe, die
birgt halt, dass wir halt ein bisschen mehr Verkehr haben. Nicht zu viel, aber dass auch ein bisschen Staus, dass auch ein bisschen Staus entstehen. Also nicht zu übertrieben und so, sondern ganz, ganz gemütlich und so. Und ja. Ich glaube, ich muss die Lenkempfindlichkeit nochmal, glaube ich, ein bisschen erhöhen. Mal gucken. So, da sind wir schon. Da müssen wir jetzt erstmal einparken. Jo, Avalanche Steel, jawoll. Moin. Bin da. Sie haben das Ziel erreicht. Das ist aber sehr schön, Alexa. So. Also, wo willst du die Ladung denn hinhaben? Da hinten. Dann machen wir das doch. So, gucken wir mal. Oh, guck mal, da wird sogar gearbeitet. Da fährt sogar der Kran. Ich werd bekloppt, Alter. Was für ein geiles Detail. Das finde ich halt so cool, dass halt hier überall so, ne, so ein bisschen was gemacht wird und getan wird und pipapo. Das finde ich schon richtig cool. So, jetzt müssen wir gucken. Da hinten müssen wir hin. Also, dass es halt nicht so ganz so tot ist. Weißt du, wo du was hinlieferst? So, dann drehe ich jetzt hier einmal. Wir haben ja gedacht, ist ja riesenviel. Ah, ist ja. Oh, Mordsplatz hier. Alter Schwede. Für den ersten Auftrag so viel Platz hier zum Einparken. Na, dann wollen wir mal. So, erstmal rückwärts fahren. So, da müssen wir hin. Erstmal aus dem Fenster gucken hier. Moin, Jungs. Moin, moin. So. So, fahren wir mal rückwärts hier ein bisschen. Bisschen in den Kies. Wie hat meine Lehrerin früher gesagt? Bist du in der Schule mies, fährst du später Sand und Kies. Ja, hat sie wohl nicht ganz unrecht. So. Gut, dann würde ich sagen, haben wir, ne? Jawohl. So, mit T satteln wir ab. Unser erster Auftrag. Ausgezeichnet. Sehr schön. Wir steigen im Level auf und kriegen dafür natürlich auch Erfahrungspunkte. Das kommt aber später erst. So, als würde ich unseren ersten eigenen Auftrag quasi annehmen. Ja? Der so, wo wir selber wählen, was wir fahren. Ja? Frei wie der Wind. Montag, 10.43 Uhr am Morgen. So. Ja. Oh mein Gott. Headquarters. Dies ist deine Firmenzentrale. Oh mein Gott, ja, da ist noch einiges zu tun. Eine sehr schlechte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Mhm. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch kein LKW sehen. Ah, sag bloß. Hast du mal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und ein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Danke. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier, Dieter, ne, hier oben, muss jetzt erstmal hier bei dem Auftragsangebot quasi, bei den Schnellaufträgen sich Angebote reinholen und quasi da fahren. Ich mache jetzt mal Preis absteigend. Also quasi das Teuerste nach oben. Wir fahren direkt den Mischbehälter, würde ich sagen. Und dann von Salt Lake City nach Elko. Muss da sein, Montag 10 Uhr abends. Und wir haben 10 Uhr am Morgen, das heißt, wir schaffen das locker. 3 Stunden 50, den Auftrag nehmen wir an. Und dann würde ich sagen, dann geht die Runde los. Ich freue mich schon. Ich habe 2 neue DLCs mit 2 neuen Orten. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn wir da mal in den Regionen reinfahren und uns das angucken, wie das ist. Ihr könnt aber gerne mal ein paar Kommentare unter die erste Folge hier drunter setzen, was ihr davon haltet. Ja, das hier auf YouTube zu sehen. So, wir gucken mal erstmal, wie der LKW so aussieht. Boah, geil, Alter. Was ihr davon so haltet, so hier, so Truck Simulator. So, ob ihr das sehen möchtet, ob ihr das nicht sehen möchtet, habt ihr da keine Lust drauf, ist das doch interessant für euch vielleicht und so. Alter, oh, holla, holla die Waldfee. So, wir müssen, glaube ich, links raus. Ja, ist doch mal ein schicker Truck, oder? Also, ich mag die amerikanischen, also, die sind richtig sick. Guck mal, hier muss aus einer Halle rausfahren und so. Das ist schon richtig cool. So, dann schlüpfe ich mal wieder schnell in mein Cockpit und dann würde ich sagen, geht los. Du hast einen Aussichtspunkt entdeckt. Ja, das ist ja toll. Guck mal, da gibt es einen Kipper mit einem pinken Kipper. Also, ja, das ist ja ganz toll.
Na, dann wollen wir mal. Rüdel die Rüdel. Hier ist, glaube ich, die Ausfahrt. Wir haben also einen Tieflader dran. Ach du Heiliger. Demnächst biegen Sie links ab. Ja, Alexa, ich bin dabei. Ich gebe mir Mühe. Oh, Sie haben Post. Wir haben also Post bekommen. Moin, Jungs. Biegen Sie links ab. Alter, was ist das denn hier für eine... Ich glaube, wir sind so am Steinbruch, kann das sein? Alter Verwalter. Puh, das ist aber eine große Kurve hier. Oder eine sehr enge Kurve. Da muss ich mal weit ausholen, damit ich hier dann den Anhänger auch hier drauf behalte. Beziehungsweise den Tieflader. Und wir fahren ein Peterbilt. Peterbilt müsste, glaube ich, müsste Ford sein, so ein bisschen so vom Dings her. Ja, stimmt, das ist hier so ein Steinbruch, wo wir hier sind gerade. Kann er nochmal in die... Kann er nochmal hier so ein bisschen in die Außenansicht gehen. Ja, das ist ein Steinbruch, wo wir den Tank herholen. Ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Truck-Sounds bekomme oder so irgendwie. So eine Mod, wo man die LKW-Sounds vielleicht ein bisschen besser, vernünftiger hört. Ich meine, mich stören sie nicht. Sie sind eigentlich angenehm. Moin, Jungs! Moin, moin! Wir sind schon unterwegs! Wir fahren dann mal so rein in die Kanüle und dann geben wir ein bisschen Kraftgas hier, ne? Weißt du, wie das ist so? Hier ist wieder euer Dieter Donnerlunte, Schwertransport GmbH und so. Ohne mich läuft nix. So. Also, Freunde, ich würde sagen, ne? Oh, wir dürfen nicht so schnell fahren. Oh, da hinten sind meine Kollegen schon wieder, so. So, ich hab Vorfahrt. Lass Kraftwagenfahrer, Motherfucker. Oh, was ist das denn hier? Schranke? Was ist das denn hier? Ist das egal, wo ich fahre? Ist das Grenze? Nee. Ach, das Firmengelände, ne? Kann das sein? Das ist ja cool. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Halten Sie sich links und dann biegen Sie links ab. Wie geil ist das denn bitte? Das habe ich ja... Das ist ja cool. Da saß sogar jemand drin. Das ist ja cool. Das habe ich ja... Lol. Also das Spiel wird immer interessanter. Das ist ja richtig geil gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Ah, hier, guck mal, da steht Coastline Mining, deswegen. Das war also die Firmeneinfahrt, das ist ja mega. Das habe ich so noch nie gesehen. Okay. Ich würde sagen, jetzt oder nie. Attacke, bevor der da kommt. Aber ich glaube, der hält auch an, oder? Der Trucker, denn wir Trucker sind ja so. Wir sind ja ein Arsch und eine Seele, kann man sagen. So, ach, ist das schön. Das ist ja ein Traum, kann man sagen. So, nein, aber ich hätte gerne von euch einfach mal so gewusst, so wenn die Pilotfolge jetzt hier so erscheint, ja, was ihr davon haltet. So, habt ihr da Bock drauf, ein bisschen so hier rumzucruisen, ein bisschen zuzugucken, so, wenn man hier so lang düst und alles. Ist das eher was für euch oder eher so nicht? Das so... Oh, ich fahre viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell unterwegs. Ist das so was für euch oder ist das eher so... Ah, nee. So, würde mich mal interessieren. Also, könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, sowas zu sehen. So, die Folge werde ich mal gucken, ob ich die direkt heute mal raushaue. Heute ist Mittwoch. Gucken, ob ich ihn rausgehauen bekomme. Ist schon so spät. Oh yeah. Meine Freunde. Und ich muss auch Trucker-Musik irgendwie organisieren, weil sonst immer dieselbe ist auch immer doof. So, ich bleib direkt links, weil wir hinten links abbiegen müssen. Fahren Sie geradeaus. Ja, ja. Gleich. So. Gut. Ach, wie schön. Da ist ja ein cooler Pickup da vorne, der weiße. Richtig schick. Also wir fahren jetzt insgesamt 3 Stunden 48 Minuten. Also jetzt nicht, ne? Real Time, sondern Spielzeit. Und können wir eben die Route zeigen. Das ist die Route, die wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt also hier quasi von Salt Lake City, fahren wir jetzt hier die 80 entlang, hier hoch nach Elko. Und da ist dann unsere Abladestelle. So sieht der Werdegang aus. Und man hat schon gesehen, es ist schon ein Riesenstraßennetz, ne?
Auch im Grundspiel ist ein riesen Straßennetz drin. Und ja. Aber das Schöne bei dem Spiel ist, jetzt am Anfang fährt man natürlich erstmal vorgegebene Aufträge. Und später ist es dann auch so, wenn wir unsere eigene Zuchtmaschine haben, unseren eigenen LKW, dann ist es so, dass wir dann auch zu den Firmen hinfahren müssen. Wir werden dann auch beladen und wir müssen natürlich auch die Auflieger dann quasi dort abholen und so. Und ja. Also es wird später noch viel, viel interessanter. Das ist jetzt schon sehr geil. So. Demnächst biegen Sie links ab. Klar, die schweren Aufgaben bringen natürlich das meiste Geld. Ist immer so. Aber auch bei anderen, Spielen natürlich. So. Na dann. Ach, frische Luftschaum. Ach, so. Sehr schön. Ah, der Strucker-Leben ist so einsam. So. Ach, guck mal hier, meine Kajüte. So, was ist denn hier jetzt mit grün? Grüner wird's nicht. Da hinten ist auch, glaube ich, eine Firma. Guck mal, da ist Volvo. Da könnte man dann später hinfahren und dann quasi, LKWs kaufen. Hier sind wir vorhin, glaube ich, auch lang gefahren mit dem Kies, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. So. The world's most happy cow stand da? Oder was stand da? Ich konnte es jetzt gar nicht so schnell lesen. Wie gesagt, ich spiele das Ganze mit Controller. Ich bin auch am überlegen, ob ich das Ganze mal mit Lenkrad mal wieder anschließe. Halten Sie sich rechts. Mein Lenkrad ist schon ein geiles Gefühl. Oh Gott, hier ist aber auch wieder viel los. Aber wir haben ja in Salt Lake City unseren Hauptsitz, ne? Aber wir werden ja noch einiges sehen an Straßennetzen und so. Und ja. Moin! Ich kann durch die Scheibe gucken, obwohl ich sie gar nicht runter mache. Schickes Cabrio, alle! Ach ja, wie im echten Leben. Stau, 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 Stau. Überall nur Stau. Biegen Sie rechts ab. Ja, mach ich. So, dann wollen wir mal. Ja, wenn der fährt, dann würde ich gerne rechts abbiegen, bevor jetzt rot wird. Fahr doch! Oh, der LKW, bis er aus dem Pott kommt, ne, durch das Gewicht. Wie, ich kriege Strafe. Nein, doch nicht. Puh. Ich bin noch tatsächlich noch grün anerkannt worden, weil man kriegt ja sofort die Geldstrafen, sobald man über Rot fährt und so. Also sind wir on the road. Ach, schön. Demnächst biegen Sie links ab. La 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 la. So, jetzt müssen wir hier einmal auf die 80. So. Gut. Und da ist auch schon die Autobahn, der Highway. Da hinten fährt sogar ein Zug. Tschu, tschu. Also ich muss sagen, vom Detailgrad ist das schon richtig cool. Klar, es ist nicht mehr so der neueste Stand, so grafikmäßig, aber es sieht halt unglaublich gut aus für seine Verhältnisse, dieser Simulator. Aber es ist halt unfassbar, was für ein geilen Detailgrad dieses Ding hat, was du alles siehst. Guck mal hier, Polizei, hier wurde ein Angeln. Ja, der war viel zu schnell mit seinem Mustang. Definitiv, Herr Officer. Also, solche kleinen Dinge passieren halt hier so oft auch. So kleine Dinge und Regen und tralala und ist halt schon richtig cool. Also es macht schon mega Laune, wenn man da so Bock drauf hat und so ein bisschen diese Fahrzeuge liebt, so wie ich es tue. Und halt auch, wie gesagt, privat natürlich auch fahre. Und ja, ist einfach großartig. So, jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde, ne? Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich die Tour noch geschafft haben, aber wir sind noch so weit noch zu fahren. Hm, ob ich jetzt einfach hier Stopp mache und wir fahren am nächsten Mal weiter oder fahren wir einfach weiter? Hm, ist jetzt doof, weil natürlich am Anfang so viel eingestellt habe und so. Vielleicht schaffen wir es ja doch, mal gucken.
Ich drück schon auf die Tube, Herbert. So. Also, schauen wir mal. Wie gesagt, ich mache die Folge jetzt erstmal als Pilotfolge. Und dann könnt ihr mir ja mal unter den Kommentaren schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, das weiterzusehen. Oder ob ihr eher sagt, ist nicht so. Also, ne? Können wir uns mal ein bisschen so über Themen unterhalten. Ach, guck mal, jetzt kommt hier eine Baustelle. So ein paar Themen vielleicht mal so raussuchen, die vielleicht gerade so interessant sind. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Politik oder so, aber kann man vielleicht mal drüber reden. Nö, ich lass keinen rein. Hier gibt's kein Reißverschlussverfahren. Haha. So. Ja gut, dann auf geht's. So, damit es nicht ganz so langweilig wird, machen wir auch mal die Ansicht, ne? Ach, ist ja ein Traum. Aber so muss das tatsächlich in Amerika wirklich sein. So diese langen Straßen einfach geradeaus, wo halt einfach links und rechts nichts ist. Amerika ist halt echt mal ein Traum, ne? So da mal hinzufahren. Das muss halt so unglaublich riesig sein, das Land. Ja, ja. Lass Kraftwagen fahren, Motherfucker! So. Freunde. Vielleicht haben wir ja auf der Route auch einen Raststopp. Also so ein. Eine Tankstelle. Dann würde ich da. Wiegestation, Umleitung. Sie können die Wiege umfahren. Ihnen eine sichere Fahrt. Dankeschön. Hier gibt es auch Wiegestationen. Das heißt, man muss zwischendurch, wenn man angepiepst wird, muss man auf die Wiege fahren. Dann fährt man hier ab und lässt sich wiegen. Und genau, und dann geht die Reise weiter. Wenn man es nicht macht, bekommt man eine Strafe. Das heißt, man muss oder sollte sich wiegen lassen natürlich. Oh. Warum bremst der hier? Was ist da los? Was ist denn hier los? Ah, und jetzt wieder Gas geben oder was? Was ist denn da los? Sag mal du voller Honk. Du Ochse. Jetzt krepel ich hier mit meinen 55 mpa hier ab, weil ich den Berg nicht mehr hochkomme und so. Weil du der Meinung warst, du musst hier alles wieder aufhalten. Unglaublich. Nee. Oh, da kommt, glaube ich, ein Rastplatz, oder? Ja, da kommt was. Exit 410. Gucken wir mal. So. Hands on the wheel and on the phone. Ja, genau. Hände am Lenkrad, nicht am Telefon. So, 410. Ist das die 410? Das ist die 410-Exit hier. Aber Rastplatz? Ja, hier. Dann würde ich sagen, mache ich da einen kurzen Stopp. Die Route wird neu berechnet. Für die Folge einfach. Das finde ich halt so cool, dass du wirklich hier so gucken kannst, ne? Dass du hier wirklich so gucken kannst nach Abfahrten und so, dass sie wirklich stimmen. Bleib stehen. Die Route wird neu berechnet. Sie sich rechts. Ne, Kollege, du hast Stoppschild. So, und dann würde ich jetzt gleich hier einmal rechts auf den Parkplatz fahren. Halten Sie sich rechts und dann fahren Sie geradeaus. Ja, ja. Erstmal, Fräulein Freitag, fahre ich jetzt erstmal hier auf den Parkplatz. Fahren Sie geradeaus. Ich glaube, der ist hier noch nicht. Ich glaube, der ist noch einen weiter, die Einfahrt. Oh, nächstes Mal fahren wir dann quasi weiter, fahren wir wieder hier zurück, wieder auf die Autobahn und dann wieder ganz normal die Strecke. Weil jetzt, wenn wir die Route jetzt fahren, haben wir noch 3 Stunden und wir müssen ja Montag Abend, PM, um 10 Uhr da sein. Und wir haben jetzt 2 Uhr abends. Also Nachmittag, ne? Also wir haben jetzt 14 Uhr quasi. Boah, wow, was ist denn hier los? Oh nein, jetzt schon Zeitdruck, so eine Kacke! Und hier keine Ampel, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich blöd. Na, gucken wir mal. Was steht da vorne? Fahr doch mal! Oh, hier ist ein Casino. Komm, vielleicht mal reingehen, wenn wir pennen im LKW. Erstmal die Hupe drücken. Wer hupen da? Oje, das kann dauern. Mann, ich will doch nur die Folge beenden. Ach du, was ist da? Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, ich mache, glaube ich, hier an dem Stoppschild mache ich jetzt einfach mal Stopp.
Ich weiß gar nicht, was ich... Ja. Ich ziehe die Feststellbremse. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier an dieser tollen Kreuzung, wo ich mich jetzt hier toll festgefahren habe, in diesem Stau. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt American Truck Simulator. Und dann würde ich mich freuen auf euch. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.